Ajo und willkommen zurück, meine lieben Rollenspiel- und Zwergfreunde. Ja, Entschuldigung wegen der kurzen Pause. Man hat vielleicht in der letzten Aufnahme gemerkt, dass ich ein bisschen erkältet war. Deswegen, ja, habe ich eine Woche mal ausgesetzt, um meinen Hals zu schonen. Bin jetzt aber wieder so weit fit, dass ich auch eine normale Stimme habe. Gut. Wir waren immer noch in Trails of the Lawmaster, in diesem netten Höhlenlabyrinth. Und haben. Wie kann ich helfen? In Ordnung. Ja. Plagen uns hier mit komischen Viechern und Spinnen und allem Möglichen rum. Ja, und hier drin können wir nicht rasten, also gehen wir wieder hier raus. Gucken mal, wir können hier drüben weiter. Machen hier einen Quick Save und rasten mal. Vorwärts! Prügeln uns mit ein paar Schakalkriegern, das ist jetzt nicht so besonders gewesen. Okay. Also nochmal rasten. Dieses Mal richtig, Dankeschön. Dann können wir jetzt mal in der Richtung weiter gucken. Wir haben schon drei Steine und müssten, glaube ich, vier oder wie viel sammeln? Mal kurz gucken. Ihre sind deine Freunde, nein, das war's nicht. Schriftrolle, genau. Fünf Steine. Also fünf Steine an der Zahl und wir haben schon mal drei. Was? Wenn es dein Wunsch ist. Und ja, ich weiß leider nicht. Ach du meine Güte. Hi. Gott, nix Schlurfer. Wobei, wir hatten, glaube ich, schon mal Schlurfer gekämpft. Jawohl! Dein Befehl? Eine Schande, dass wir gewalttätig werden müssen. Zwölftausend Erfahrungspunkte, okay. Was ist los? Wenn es sein muss, ist etwas nicht in Ordnung? In Ordnung ist alles eigentlich. Das ist heil. Ja. Ich schlag dich in Stücke. Also ja, Schlurfer sind mal interessante Gegner. Ich höre. In Ordnung. Sag, was du von mir willst. Werde Zeugen wahrer Macht. Was? Also, in Ordnung. Interessant, dass sie so viele Erfahrungspunkte bringen. Vor allem dafür, dass man sie eigentlich so leicht töten kann. Also Wie zugegeben, kann sie ich helfen? haben schon eine recht grobe Keule, wenn sie mal treffen. Aber das ist nicht unbedingt immer Immer der Fall bereit. und Hagrim hat eine Stufenerhöhung. Wir kriegen einen zusätzlichen Waffenfähigkeitswert. Ein ETW, drei Trefferpunkte, also wieder in Zweihänder. Ich bin erledigt.
Dein Befehl? Vorwärts! Und ja, gut, in der Höhle ist nicht wirklich was, aber es sind Erfahrungspunkte. Jawohl, erledigt! Die nicht zu unterschätzen sind. Ja? Für meine stählerne Klinge! Sag, was du von weiter! So. Einer noch. Kann ich helfen? Vorwärts! Wie viel Schaden macht das? Was ist los? So, das war da alles Schlurfer hier. Gut. Da drüben kommen wir auf jeden Fall noch irgendwie hin. Hallo, Rikascha? Mit Bett und allem und friedlich. Hi. Mehr Schachfiguren, die nach der Flöte des Narren tanzen. So. Nun, wie kann euch Rikascha behilflich sein? Wie war doch gleich euer Name? Ich bin Rikascha, Krieger der Schakale im Ruhestand. Krieger im Ruhestand? Ja, das stimmt. Ich bin alt geworden. Gewalt und das Blutvergießen ermüden mich. Ich will meine alten Tage Frieden finden. Wir haben in den Katakomben einen Schakalkrieger namens Rikascha getroffen. Er war freundlich und hat alle Fragen beantwortet, die wir bestellt haben. Ihr habt von den Schakalen gesprochen. Wer sind die? Mein Volk nennt sich das Volk der Schakale. Wir werden als Schakale geboren. Doch später erlangen wir die Fähigkeit, die Gestalt des Kriegers, die Gestalt der Menschen anzunehmen. Ihr seht mich in meiner Gestalt als Krieger. Ihr seid ein ganzes Volk von Lykantropen? Nein, das stimmt nicht. Die Lykantropie ist eine Krankheit, die den Infizierten diese Veränderung aufzwingt. Wir sind nicht krank. Es liegt in unserer Natur, dass wir über verschiedene Gestalten verfügen. Ihr könnt also jederzeit die Gestalt eines Menschen oder Schakals annehmen, wenn ihr das wollt. Ich bin halt müde geworden. Die Verwandlung fällt mir inzwischen schwer und bereitet mir Schmerzen. Deswegen habe ich mich entschieden, diese Gestalt stets beizubehalten. Als wir uns getroffen haben, habt ihr davon geredet, dass wir nach der Flöte eines Narren tanzen. Was habt ihr damit gemeint? Ich denke, ihr lebt nur zu gut, wovon ich spreche. Hat euch der Kleine nicht hierher gelockt? Leugnet ihr etwa, dass ihr jetzt das Spiel seines Meisters spielt? Da tun wir jetzt halt einfach mal so, als ob ich nicht wüsste, von ihr spreche. Erklärt es mir. Nun gut, ich will es euch erklären. Der kleine Hobbit, der kleine Hobart, lockt Abenteurer mit dem Versprechen von Ruhm, Ehre und Reichtum hierher. Wenn sie hier ankommen, stellen sie fest, dass es keinen Weg zurück gibt und dass sie dem Herrn dieser Festung ausgeliefert sind. Erzählt weiter. Und dann beginnt das Spiel. Der Herr der Festung erteilt euch einen Auftrag. Um diesen Auftrag zu erfüllen, müsst ihr immer tiefer in sein Reich eindringen. Welchen Zweck das alles hat, weiß ich nicht. Woher wisst ihr von Hobart? Er kam vor zahlreichen Jahren hierher. Er versuchte zu entkommen und scheiterte. Schlussendlich wurde er zum Schergen des Meisters und genießt jetzt so etwas wie Freiheit. Ich würde dem Kleinen nicht vertrauen. Wir haben den Rikascha über den Halbling Hobart ausgefragt. Er hat uns erklärt, dass Hobart ein Scherge des Meisters der Verlockung ist und wir ihm auf keinen Fall trauen sollten. Und was wisst ihr über seinen Meister? Nur eins. Seine Herrschaft hier ist absolut. Wir sind alle seine Gefangene, seine Sklaven oder seine Diener. Hängt wohl vom jeweiligen Standpunkt ab. Wir haben Rikascha über den Meister der Verlockung gefragt. Aber er konnte uns nichts Interessantes über ihn verraten. Er hat nur gemeint, der Meister der Verlockung wäre hier der absolute Herrscher und alle Kreaturen wären seine Sklaven. Und wie seht ihr die Sache, Rikascha? Als ich noch jung war, war ich sein Diener. Ich wusste es damals noch nicht besser. In meiner Blütezeit war ich sein Sklave. Ich wusste es schon besser, konnte mich ihm aber nicht widersetzen. Jetzt im Herbst meines Lebens bin ich sein Gefangener. Ich diene ihm nicht mehr, kann aber dennoch meine Freiheit nicht erlangen. Also gibt es keinen Weg aus den Höhlen? Vielleicht, wenn man das Portal öffnen könnte. Es gibt ja ein Portal. Wie ist das möglich? Es gab eine Zeit, als mein Volk auf der Oberfläche der Welt hauste. Eines Tages regnete es Feuer vom Himmel
Und die Erde teilte sich. Unsere Stadt wurde zerstört und versank zum Teil in der Erde. Die wenigen Mitglieder unseres Volkes, die überlebten, fanden sich hier als Gefangene wieder. Zählt weiter. Wir haben diese Höhlen Millimeter für Millimeter abgesucht, aber es gab keinen Weg, der zurück an die Oberfläche führt. Wir haben versucht, einen Tunnel ins Freie zu graben, aber der Fels über uns ist zu einer undurchdringlichen, harten Masse verschmolzen. Aus Verzweiflung haben wir uns entschlossen, ein Portal zu errichten. Spricht weiter, ich höre. Es war ein einfaches Gerät, gerade eben dazu in der Lage, die Oberfläche direkt über uns zu erreichen. Durch die kurze Reichweite war keine besonders starke Kraftquelle erforderlich. Die Errichtung des Portals nahm Jahre in Anspruch, aber wir waren erfolgreich. Leider sollte sich das als unser Untergang erweisen. Oh, was ist geschehen? Während unserer Abwesenheit war unser Land von Menschen besiedelt worden, die über uns eine Festung errichtet hatten. Das Portal führte direkt in ihr innerstes Heiligtum. Als mein Volk durch das Portal trat, hielten uns die Menschen für Eindringlinge. Ein fürchterlicher Kampf entbrannte und wir wurden durch das Portal zurückgetrieben. Verstehe, und was geschah dann? Die Menschen verfolgten uns und löschten uns beinahe vollständig aus. Sie gaben sich damit zufrieden, dass wir keine Bedrohung mehr darstellten und zerlegten das Portal. Moment, sie haben das Portal zerlegt? Ja, aber hört meine Geschichte bis zum Ende an. Jahre später kam der Herr der Festung. Er studierte das Portal und es gelang ihm, es wieder zu aktivieren. Anschließend entfernte er bestimmte wichtige Teile des Portals und verstreute sie in den Höhlen. Wisst ihr, welche Komponenten das sind? Es tut mir leid, darüber kann ich nichts sagen. Die Ergebnisse trugen sich lange vor meiner Zeit zu. Vielleicht weiß ein Schamane meines Volkes darüber Bescheid, aber dieser würde niemals derartige Geheimnisse enthüllen. Wo kann ich einen Schaman finden? Kehrt dort hin zurück, wo ihr gekommen seid, und sucht den Raum mit den Obelisken. Dort hausen sie. Ich möchte euch jedoch warnen. Sie werden euch nicht so freundlich behandeln, wie ich es getan habe. Ich habe noch eine Frage, Rikasha. Wo kann ich das Portal finden? Geht diesen Weg weiter und sucht den Tempel des Sees. Dort befindet sich das Portal. Wir haben Rikasha gefragt, ob er einen Weg kennt, der aus diesen Katakomben ins Freie führt. Er hat uns von einem Portal erzählt, das sich hier irgendwo in einem See befindet. Das Portal führt in die darüberliegende Festung, vermutlich direkt ins innerste Heiligtum. Dummerweise hat der Meister der Verlockung das Portal deaktiviert, indem er wichtige Komponenten entfernt hat und in den Katakomben verstreut hat. Wir müssen herausfinden, um welche Komponenten es sich dabei handelt. Rikasha ist der Ansicht, dass die Schamanen seines Volkes wohl über derartiges Wissen verfügen. Er sah aber nicht mit Fremden teilen würden. Die Schamanen halten sich in einem Raum mit Obelisken auf. Vielleicht können wir dort einen Hinweis auf die Rätsel finden. Ich muss mich jetzt verabschieden, leb wohl. Also ja, das Problem ist, den Obeliskenraum, also was hier als Monolithenkreis bezeichnet wird, den haben wir schon gefunden. Da ist noch eine Höhle, also 1, 2, 3 Höhlen. 4 Höhlen haben wir bis jetzt gefunden, nur die vierte haben wir noch nicht erreicht. Und wenn ich den Zettel nochmal so lese... Dieses eingerissene Pergament enthält nur einen Eintrag. Ich bin dabei, das Portal zu untersuchen, um herauszufinden, wie der Meister es verändert hat. Wenn ich dabei erfolgreich bin, werden wir endlich von seiner Tyrannei befreit sein. Mein einziger Hinweis ist eines seiner schwachsinnigen Rätsel. Der Himmel liegt über uns, Erde und Meer darunter. Die Sonne fliegt dahin, Tag wird zur Nacht gar munter. Die Jahreszeiten ändern all unser Wissen. Die Steine 5 an der Zahl erwecken das Portal und der Weg wird nach Hause fließen. Was ich dem Rätsel entnehme, ist, dass 5 Edelsteine benötigt werden, um das Gerät zu aktivieren. Jeder der Edelsteine repräsentiert einen der 5 Aspekte des Tores: Himmel, Tag, Erde, Meer und Nacht. Nur durch das Platzieren des richtigen Edelsteins an seinem entsprechenden Platz kann das Tor geöffnet werden. Dies erscheint mir recht unkompliziert zu sein, genau deshalb bereitet es mir Sorgen. Es sieht dem Meister gar nicht ähnlich, so offen zu sein. Ich bin davon überzeugt, dass die Edelsteine, was auch immer sie sein mögen, auf irgendeine Weise verändert werden müssen. Das würde die Zeile über die Jahreszeiten erklären. Ich muss darüber noch mehr nachdenken. Also ja, wir haben eine... Okay, wir sind mit Rikasha noch nicht fertig, denke ich mal. Rikasha begrüßt euch erneut. Wie kann ich euch behilflich sein?
Ich brauche Heilung. Könnt ihr uns weiterhelfen? Okay, er kann Priesterzauber wirken, was nicht schlecht ist. Unheiliger Schandfleck? Gut im Wesen allein Schadenspunkte. Oh. Ja, genau. Warum auch nicht? Ja, aber wir können ja hier rasten. Ich bin müde und muss mich irgendwo ausruhen. Kann ich hier ruhen? Wenn ihr das weiter tut, ich werde dafür sorgen, dass ihr nicht gestört werdet. Dafür bin ich euch sehr dankbar.